Ja, wir sind der Designerteil der Save Your City des Games. Ja, ich bin Alex. Ich habe die Angriffskarten entworfen und die Idee dazu gehabt. Ja. Ich bin Johannes und ich habe die Infrastruktur erworfen. Ich bin Finn und habe die Verteidigungskarten gemacht. Ich bin Wahak und ich habe Verteidigungskarten und auch Angriffskarten gemacht. Ich bin Oskar und ich habe die Hintergründe gemacht, also in-game und am Startbildschirm. Also zu den Infrastrukturen hatten wir ganz, ganz, ganz viele Karten, aber umsetzen, also wir haben dann auch nur einen Baum, ein Haus, ein Kohlekraftwerk und ein Windrad geschafft, weil das wäre sonst zu viel gewesen. Zu den Icons nochmal. Das wurde ja schon erklärt und die wurden auch von mir gemalt. Also, dann hatten wir nochmal Ideen zu einem Theater, Park, Wasserwerk, Kino und Hotel. Das wäre halt für die Bewohner gewesen. Da sieht man auch das Icon dafür. Und ja, die konnten wir nicht umsetzen, weil wir zu wenig Zeit dafür hatten. So, hier sieht man nochmal die Hintergründe, die ich gemacht habe. Einmal der Startbildschirm und einmal im Spiel dann der Hintergrund. Die beiden habe ich mit Paintbrush gemacht. Hier jetzt die Umrandung von den Karten habe ich beides mit Photopea gemacht. Und ja. Das sind auch nochmal Zeichnungen von Fahad, glaube ich, zu den Infrastrukturen, also wie die jetzt auf den Karten aussehen. Also, das ist auch eine Zeichnung von mir. Und hier sieht man ein Baumschutzspray, das die Verteidigung verstärkt, damit die Bäume nicht so leicht kaputt gehen. Also, hier sind Angriffskarten wie Politiker und der Lobbyist, sowie auch der Kohlbarrior. Hier nochmal zwei Karten von mir. Einmal ein Politiker, den ihr bestimmt kennt, der nicht ganz so viel von Klima hält oder vom Klimawandel. Und hier nochmal eine zweite Abbildung vom Kohlebaron. Das wurden jetzt werden jetzt ein paar Karten von uns aufgezeigt, die fertig wurden. Einmal das Haus, das Kohlekraftwerk, der Baum und das Windrad. Hier sieht man die Energie, die Lebensqualität und die Bewohner, die da reinkommen, zum Beispiel ins Haus. Da ist so eine kleine Mini-Beschreibung. Ja, und das ist quasi auf allen Karten vorhanden.